Tak, towarzyszu. Na wszodu estio choroszny dennaja, ać agaristańska. So, und damit, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der karistanischen Grenze. Zeitung gibt's nichts Neues. Dann holen wir die ersten rein. Da kommt schon der erste LKW, der kann direkt durch. Rein. Und dann wollen wir mal sehen, was dieser Arbeitstag für uns so bereithält. Komm. So, guten Tag, steigen Sie mal aus. Genau. Ja, das ist ja schön. So, dann einmal die Papiere bitte, genau. Und dann schauen wir mal. Das ist Simon da Steresen oder irgendwie sowas. Simon da Steresen passt auch. Gut, Passnummer ist nicht übereinstimmend. Da ist die 6, da ist die 1. Mann, Mann, Mann. Auch das ist nicht mehr übereinstimmend. Schon völlig abgelaufen, der Reisepass. Und der Einreiseerlaubnis ist ja noch länger abgelaufen. Also das ist ja schon wieder kompletter Blödsinn, Mr. da Steresen. Wie kommen Sie denn auf so eine Idee? Sie kommen hier mit den absolut schlechtesten Papieren, die mir jemals unter den Haufen gekommen sind, an. Und dann meckern Sie gleich rum, wenn die Einreise verweigert wird. Also, ich fasse es nicht. Fass mir ein IJD3937KG, ja, das passt wenigstens. Bislang auch keine Beschädigungen am Fahrzeug. Also, das passt ja alles, aber... Dann, hallo, dann kommt er da mit solchen Papieren um die Ecke. Ach, und natürlich ist ein Schmuggler, sieht man ja jetzt schon hier die Ziege. Ja, du kannst direkt schon mal in den Bau. Scheiß Schmuggler. Mann, du. Nie madro eto duraż. Nie dwa ciarać mył. Gut, am Fahrzeug scheint aber keine Schmuggelware versteckt zu sein. Aber man sieht ja hier an der einen Ziege direkt, also das ist ja mehr als offensichtlich. Gut, wir haben irgendwie nur noch eine Mistgabel. Haben wir nicht im Lager irgendwie noch eine Axt oder so? Ah. Ja. Sehr gut. Hallo, Gefreiter Novik, wie geht's Ihnen? Bogen! Auch noch das Schlimmste von allem. In dem Sinne, Mr. Dashtiresen, sind Sie verhaftet? Ja, Sie sind ein Schmuggler, ab den Bau. Tschüss. Mann, du. Also ich. Grüß dich. So, und Officer Maxikov, Sie können hier mal den ganzen Bums direkt aufräumen. Sehr gut, ja. Den ersten haben wir direkt erwischt, Freundin, Freundin. Fängt gut an der Tag. So, wieder ein LKW. Guten Tag. Ataiche, Varisho, Kommandiro. Sag mal nicht so fröhlich. Das sind immer die, die nachher. Aya Madro Perevoska, Brusco. Menos gelasna tayet treno denaya amu. Aya znaya, che du. Wenn es so schon anfängt, dann habe ich schon keine Lust mehr. Ist noch gültig. Auch noch gültig. Tadeus, ah, passt. 3VX1. Gut, er hat hier einiges an Gütern dabei. Das werden wir gleich kontrollieren. Gut, das ist bislang in Ordnung. Auch in Ordnung. Gut, dann laden wir den Bums mal aus, wa? Gut, was haben wir? 2 Reinigungsmittel, okay. 1 Toilette, okay. 3 entflammbare Substanzen in Ordnung, ein Gasherd. Ja, alle bisschen so, alles in Ordnung. Also bislang
Spricht nichts dagegen. YBB5645BY auch in Ordnung. Fahrzeug ist auch soweit in Ordnung. Schmuggler scheint da auch nicht zu sein. Auto ist auch in Ordnung. Spiegelrandscheiben in Ordnung, Scheinwerfer in Ordnung, Reifen in Ordnung. Ich verstehe nicht, was der hat. Alle, warum joblos und so weiter? Ist doch alles in Ordnung, Sir. Alle wirklich tadellos, muss man sagen. Officer Maxikov, können Sie alles wieder einräumen? Und Sie, Herr Sir, Sie können gerne einreisen. Tschüss. Ist der hier direkt am Anfang auf Mitleid und ist überhaupt nichts los? Machen wir hier noch die Klappe zu. So. Sieht bei dem Kollegen ja direkt anders aus. Wie? Was war denn da falsch? Aus der Republik Kagastan? Aber Chemikalien 4, Haushaltsgeräte 3? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Einreisebestimmung. Was hatte der denn dabei? 3 Chemikalien hatte der. Dann hatte der eine Toilette und einen. Verstehe ich nicht. Komm mal raus da. Alter, verstehe ich wirklich nicht. Muss ein Bug sein. So, dann einmal bitte die Papiere. So, dann schauen wir mal. Karim Bassar passt schon mal nicht. Mann. 10. Juni ist zwar noch gültig. Auch das wäre noch gültig. Auch das passt nicht, sieht man ja jetzt schon. Auch das passt überhaupt nicht. Das passt. 6230 Kilo. 6260 passt auch nicht. Gut. Schauen wir uns mal den Karren an. Da sehen wir schon, ein Spiegel fehlt. Scheibe ist okay. Scheinwerfer ist gesprungen. XBQ03941P. Ein Reifen kaputt. Hinten fehlt die Stoßstange. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal, was er geladen hat. Das sind aber echte Tiere diesmal. Okay, 2 Ziegen und ein Schwein. Ist auch nicht richtig. Gut, dann Officer Maxi kommt sich in den ganzen Bums einladen. Aber dem guten Herrn Wamsa oder wie er heißt, werden wir hier die Einreise verweigern müssen. Ja, sorry. Gut, und der nächste.
Wie viel kommen denn da noch? Snego Deinara! Dankeschön. Und sie steigen trotzdem da auch mal aus. Ot liegst du. Hat mal bekommen. Gut, das ist Marat Bolt, passt. Q7Z84B3T ist auch in Ordnung. Q7Z84B3T. 9. April ist natürlich überhaupt nicht mehr gültig. Reisepass absolut abgelaufen. Aja prebujet ilio predom jatów. Madro vignetko adas lu. Okay, Fahrzeuggewicht ist in Ordnung. Gut, jetzt schauen wir aber mal. Reinigungsmittel. 4. Ja, gut. Da ist klar, täglich aktuelle Bestimmungen, das ist viel zu viel an Gedöns, was der dabei hat. Alle Reinigungsmittel sind schon 5, alle ne. Aber was will er denn verkaufen? Wodka, haben wir. Auch nur noch einen, ja okay. Jelo Atman, eto ravna riadoha. Dobrze, Madre Ilio Astaroth. Gut, dann gucken wir nochmal schnell, ob das sogar auch noch Schmuggelware ist, hier sein ganzes Gedöns. Aber sieht bislang nicht so aus. Nö. Das sieht gut aus. Gut, inflammbare Substanzen eine, Zement 10. Reinigungsmittel passt nicht. Apfelkisten 2, Kornsack 4. Ist in Ordnung, aber ist sowieso viel zu viel. Unabhängig davon, dass das nicht stimmt. Ja, das sagt ihr immer alle. Und dann am Ende heißt es auf einmal so: wir haben es nicht gefunden. Haben wir schon tatsächlich nichts Illegales. Wenn wir jetzt so haben. Nö. Nee. Passt soweit. Dann auch mit seinem Maximum. Oh Gott. Maduro. Steht er direkt neben uns. Wie spooky. Okay. Dann, Sir, Einreise ist verweigert. Machen Sie es gut. Tschüss. Oh nein, nicht kaputt. Ja, was für ein Tag. Tschüss. So, und der nächste und letzte für heute. Rein. Schon Stoßstange fehlt. Sorry. Hallo. So, auch Sie steigen mal bitte aus. Nazar Amiri. Passt. Gut, gültig. Gültig. 3J. Willst du was machen, Lu? Nee. Wobei doch, was verkauft denn der? Zigaretten, haben wir. Okay, ich hole ihm die Zigaretten, tschüss. Okay, was haben wir bis jetzt? Benzinfass und Bier, wie viel Chemikalien durfte der nochmal? Chemikalien 4, Lebensmittel 6. Na gut, das haut ja hin. Ilioneta Burdu, meine Sidenia. Nee, nee, keine Panik. Meint mir bislang auch hier. Akro Nurmaes, meine Zar. Lang scheint da auch kein Schmuggler zu sein.
ZTC1178LC. Okay. Autos sind auch keine. Ja gut, doch vorne die Stoßstange, die fehlt. Aber sonst ist alles... Ein Spiegel fehlt. Scheiben sind okay. Kein Schmuggler. Wo ist Officer Dings? Da. Officer Maxikov, räumen Sie mal den ganzen Kram wieder in seinen Wagen rein. Dankeschön. So, und wir gucken nochmal. Ich glaube, es gab nichts. Weswegen wir ihm die Einreise verweigern mussten. Nee. Dann, Herr Amiri, herzlich willkommen in Akaristan. Machen Sie es gut, machen Sie keinen Quatsch. Tschüss. So, und wir packen mal hier den Schmuggler. Schnell in Hier mal Rabosta. Atma wie Madre od Dika. Aua, Ausruhen, was für. Aua, was für Ausruhen. Wir müssen noch zum Arbeitslager hier den Gefangenen hinbringen. Grüß dich. Ataiche, Varisu, Kommandiro. Schöne Tür haben sie uns zerschossen, die Schweine. So. Ich hab wieder einen. Hervorragend. Macht gut. Tschüss. So, und damit endet, würde ich sagen, auch wieder ein weiterer Tag an der Grenze. Das Auto ist hervorragend repariert worden. Wir bringen noch schnell ein, zwei Sachen ins Lager. So. Ja, damit würde ich sagen, liebe Freundinnen und Freunde, endet, wie gesagt, diese Folge. Ein erfolgreicher Tag an der Grenze geht wieder zu Ende. Wir haben gute Dinge getan. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.